Hallo, mein Name ist Johannes Riedl und ich freue mich sehr, Sie heute wieder zu unserer Videoreihe Rock with Kappa Rock willkommen zu heißen. Im letzten Video haben wir gemeinsam mit den verschiedenen individuellen Komponenten des Baukastensystems einen Beispielaufbau für Ihre Anwendung erarbeitet. Heute möchte ich dabei den Punkt aufgreifen, den ich am Ende des Videos erwähnt habe, ob wir das Ganze eventuell auch schmäler gestalten könnten. Und dafür schauen wir uns heute gemeinsam den Kaparock-Konfigurator an. Als erstes möchte ich Ihnen natürlich zeigen, wo Sie unseren Konfigurator finden. Und dafür habe ich bereits unsere Webseite geöffnet. Unter Produkte, Produkte konfigurieren und entwickeln, scrollen Sie kurz nach unten und gehen auf den Punkt Alle Konfiguratoren auf einen Blick. Hier finden Sie den Punkt Versorgen, Laden, Schützen, klicken diesen an und hier finden Sie dann den Kaparock-Konfigurator. Im Konfigurator öffnet sich dann dieser Konfigurationsassistent, bei dem Sie angeben können, welche Kommunikationsschnittstelle Sie benötigen. Dabei können Sie keine AeroLink, Profinet oder Ethernet-IP auswählen, wie viele Stromkreise Sie insgesamt schützen möchten und welches Geräteschutzschaltermodul Sie bevorzugen. Wenn Sie diese Informationen bereits vorab wissen, können Sie diese hier gerne eintragen. Für unser Video gehen wir nun allerdings auf den Punkt Assistent überspringen. Wenn sich der Konfigurator nun öffnet, sehen Sie, dass eine Stromschiene bereits für Sie vorbereitet ist. Wie in unserer Videoreihe auch, müssen Sie im ersten Schritt ein Einspeisemodul definieren. Und nachdem wir nun den Fokus auf eine kostengünstige und platzsparende Lösung legen wollen, wählen wir das Einspeisemodul mit Status- und Reset-Funktion aus. Im nächsten Schritt können Sie nun die Schutzschaltermodule definieren und wie Sie sehen, sehen Sie hier alle Schutzschaltermodule, die Ihnen zur Auswahl stehen. Wenn wir nun eine platzsparende Lösung möchten, stehen wir vor der Frage, ob wir ein einkanaliges oder ein vierkanaliges Modul verwenden möchten. Wobei das einkanalige Modul etwas schmäler ist, allerdings muss ich dann bedenken, dass ich nicht alle Kanäle selektiv absichern kann. Darum wählen wir nun das Vierkanalmodul aus. Wie Sie sehen, ist mit dem nun ausgewählten Aufbau die Stromschiene perfekt ausgenutzt. Wenn ich weitere Scheiben hinzufügen möchte, so will die 0 Volt Potentialverteilermodule und diese im Systemaufbau einfüge, berechnet der Konfigurator automatisch die zusätzlich notwendigen Steckplätze und fügt eine weitere Stromschiene hinzu. Die Fehlermeldung, dass der Gesamtstrom im System zu hoch ist, bzw. der eingestellte Nennstrom 48 Ampere beträgt, kann ich korrigieren, indem ich ein Schutzschaltermodul auswähle und mit der rechten Maustaste über Einstellungen die Nennstromeinstellungen an einem Kanal verändern. Die Fehlermeldung ist nun weg und wenn Sie die Potentialverteilermodule neben den passenden Schutzschaltermodulen anreihen möchten, geht dies, indem Sie die Potentialverteilermodule auswählen und per Drag and Drop dann neben den korrekten Vierkanalblock platzieren. Wenn Sie mit Ihrem Aufbau nun so zufrieden sind, können Sie über die Schaltfläche Konfiguration abschließen, den Konfigurator beenden und kommen so zu Ihrer Lösung. Auf dieser Seite möchte ich nun als erstes die Lösungs-ID hervorheben. Mit dieser ID können Sie am Beginn des Konfigurators Ihren ausgewählten Aufbau immer und immer wieder aufrufen. Sie haben auch die Möglichkeit, einen Lösungsnamen zu vergeben, falls es sich hierbei um ein Projekt handelt. Und unter Downloads können Sie ein Produktdatenblatt, verschiedene CAD-Formate oder das Ganze als ZIP-Paket herunterladen. Sie haben auch die Möglichkeit, nun die Konfiguration anzufragen und können diesen Aufbau mit allen ausgewählten Modulen direkt und fixfertig zu Ihnen geliefert bekommen. Und genauso schnell, wie Sie die Lösung mit Hilfe des Konfigurators aufgebaut haben, ist diese dann selbstverständlich auch bei Ihnen.
Ich möchte jetzt auch noch einmal kurz erwähnen, Sie haben die Möglichkeit, nicht nur die Nennströme bereits vorab zu programmieren, sondern auch eben noch die Beschriftung in den Konfigurator einzufügen. Und wenn Sie das System dann fix fertig zusammen aufgebaut bei uns bestellen, dann ersparen Sie sich nicht nur die Nennstromeinstellung, sondern eben auch noch die Beschriftung des gesamten Systems. Und das nenne ich einmal eine richtige Zeitersparnis. Wir sprachen auch davon, eine platzsparende Lösung zu finden, und Sie haben hier nun insgesamt 12 Kanäle inklusive 0 Volt Potenzial auf gerade einmal 74 mm Baubreite. Kann Ihre aktuelle Lösung das auch? Oder wird es eventuell nun doch Zeit für einen Umstieg auf unseren kleinen Rockstar? Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass wir im nächsten und letzten Teil unserer Caprock-Videoreihe uns noch die Busanbindung ansehen werden, und ich hoffe, dass wir uns dann noch einmal wiedersehen werden, wenn das Motto wieder lautet: Rock with Caprock.